Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Thema Geld, um Wohlstand und Reichtum und wie immer hat der Tarot wirklich ganz tolle Antworten, nicht nur was den äußeren Reichtum betrifft, sondern auch den inneren Reichtum. Wir steigen gleich ein. Ich stelle mich erst noch kurz vor, ich bin Susanne Matzkat-Bader, ich gebe Tarotkartenkurse, Kipperkartenkurse, ich mache sehr viele Beratungen und natürlich ein großes Thema ist immer auch das Geld. Ja? Also wir brauchen alle irgendwie immer Geld und prädestiniert für Geld sind eigentlich die Münzkarten aus der kleinen Arkana. Also die kleine Arkana, das sind vier verschiedene Serien und die Münzserie, die beschäftigt sich mit eben, wie die Münzen schon heißen, mit Materie, mit dem Materiellen. Und das ist immer ganz arg gut, wenn wir zum Beispiel diese Karte ziehen. Diese Karte, die neun Münzen, das ist der absolute Kracher. Also da sind die Leute früher, wenn sie die gezogen haben, auf den Jahrmarkt gegangen und haben einen losgezogen, weil nämlich das Glück ihnen Holz stand für ganz viel Materie, also für einen großen Gewinn. Diese Karte in Bezug auf Geld heißt immer großer Gewinn, Glücksfall, das Beste, was uns eigentlich passieren kann. Fangen wir mal an mit dem Ass der Münzen. Das ist die erste Karte aus der Münzserie und Assen bedeuten immer Chancen. Und wenn ich also das Ass der Münzen ziehe, dann bedeutet es, ich habe eine wertvolle Chance und wertvolle Chance ist durchaus auch gemeint mit Geld verdienen, ja, eine wertvolle Chance, um Geld zu verdienen. Eine andere Münzkarte, das ist hier die sechs Münzen, da geht es ein bisschen um eine andere Thematik, was Reichtum und Geld betrifft. Und zwar geht es hier um das Thema Großzügigkeit, andere am Reichtum teilnehmen lassen und auch selber Geld annehmen können. Ja? Also man sieht hier so einen Kaufmann und zwei Bettler und er gibt ihnen Geld, aber er hat auch die Waage so an seiner Seite und misst auch mit, dass es alles richtig ist. Und hier geht es einfach darum, dass ich mein Geld auch teilen kann, beziehungsweise Geld annehmen kann. Ganz anders ist der Herr hier. Ja? Das gehört ja auch zur Thematik Geld. Das Wort, das hier fallen würde in Bezug auf Geld, heißt Geiz. Ja? Was hat er für ein Problem, der junge Mann? Der hat hier, also er hält alle seine Münzen ganz arg fest. Ja? Und das Schlimmste ist, er hat sein Herzchakra zu, eben auch mit dieser Münze. Das heißt, es ist der typische Geizige, ja? Der sozusagen gar keine Herzensfreude mehr leben kann, weil er so viel aufpassen muss auf seine Münzen und sicher nicht die beste Einstellung zu Geld. Ja, wenn es um Geldfragen geht, dann kann durchaus auch diese Karte fallen, auch eine Münzkarte. Ja, diese Karte, diese fünf Münzen, die bedeutet, dass ich wirklich eine finanzielle Durststrecke habe. Ich befinde mich auf sehr dünnem Boden. Ja, alles ist kalt, Schnee außenrum. Vielleicht habe ich noch ein paar Freunde, die mir helfen. Aber hier geht es wirklich, sich darauf einzustellen, auf einen finanziellen Engpass, auf eine Durststrecke. Der Bube der Münze, der schaut jetzt wieder ganz anders aus, gell? Buben sind Chancen von außen. Da kommt tatsächlich jemand zu mir her und sagt, hey, wie schaut's aus? Darf ich dir zum Beispiel, also nicht jetzt Geld geben, aber doch, könnte auch Geld sein. Also zum Beispiel eine Lohnerhöhung ist hier angesagt, ja, dass der Chef zu mir kommt und sagt, hey du, ich habe eine Lohnerhöhung für dich. Auf jeden Fall kommt irgendwie ein Vorschlag von außen auf mich zu, wo mir Materie in die Hand gegeben wird. Wenn ich dann eine gut situierte Situation habe, finanziell meine ich, dann bin ich im Ritter der Münzen. Der Ritter der Münze, der bedeutet, also Ritter sind immer Stimmungen und der bedeutet ganz einfach solide Basis, solide finanzielle Basis, Sicherheit, also da werden bestimmt keine Aktiengeschäfte oder so getrieben, sondern weiß ich ganz einfach so und so viel Geld habe ich und es beruhigt mich und es ist auch gut so. So, jetzt kommen wir zu einer besonderen Karte aus den Münzkarten. Ich mag die ganz gern. Diese Karte, das ist die 10 Münzen. Und da geht es um das Thema inneren und äußeren Reichtum. Ja, es gibt nämlich nicht nur den materiellen Reichtum, es gibt auch noch andere Art von Reichtum. Auch das weiß Tarot. Zeige ich euch gleich ein paar Karten dazu. Aber es bleibt mal nur kurz bei dieser Karte stehen. Die Karte, die zeigt eigentlich die Fülle des ganzen Lebens. Wir sehen hier, wenn ihr ganz genau hinschaut, ein Paar, das in der Mitte durch so einen Torbogen geht und dieses Haus, wo die da durchgeht, ist auf jeden Fall ein schöner Gutshof, also der schaut es nicht ärmlich aus. Da geht es um eine Art äußeren Reichtum. Neben denen ist aber ein kleines Kind, ja, und da ganz außen, da sitzt so ein alter weißer Mann, seht ihr den, das übersieht man ganz oft. Das heißt also, auf dieser Karte, da wird die Fülle des Lebens dargestellt. Die Fülle des Lebens wird auch dargestellt dadurch, dass hier so Trauben sind überall. Ja, Trauben bedeutet immer Genuss, alles ist in Überfluss da. Und diese Karte heißt tatsächlich
innerer und äußerer Reichtum. Weil was habt ihr davon, wenn ihr einen äußeren Reichtum habt, ja, und ihr seid am Ende, wie heißt es immer, auf dem Friedhof zwar der Reichste, aber das nutzt euch ja nichts, das Geld kann man ja nicht mitnehmen. Also Tarotkarten wissen ganz genau, dass es eine andere Art von Reichtum auch noch gibt, nicht nur diesen äußerlichen, materiellen Reichtum. Und ich zeige euch ein paar Karten jetzt, die zu diesem Thema passen, also zu diesem inneren Reichtum. Fangen wir mal an aus der großen Arkana mit dem Magier. Der Magier, ich habe da schon mal einen Film drüber gedreht, vielleicht wollt ihr den anschauen, der hat hier auf seinem Tisch 4 Werkzeuge liegen. Und mit diesen Werkzeugen kann er praktisch alle Probleme in seinem Leben meistern. Das heißt also, dieser Magier hat einen ganz großen Reichtum an Genialität, an Ideen. Ja? Dem fällt immer was ein. Also egal, welches Problem kommt, er kann es lösen. Eine andere Art von Reichtum verkörpert die Hohepriesterin. Über die habe ich auch schon ein Video gedreht, und bei der Hohenpriesterin, da geht es mehr so um diesen seelischen Reichtum, um diese Fantasiebegabung. Ja? Stellt euch vor, wie die Welt wäre, wenn wir keine Künstler hätten, die mit unsere Fantasie anregen mit Bildern oder mit Musik oder mit irgendwelchen Bildhauereien. Versteht ihr? Also Fantasie zu haben, kann ein ganz, 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 ganz großer Reichtum sein. Wieder ein anderer Reichtum ist der Eremit. Ja, der schaut jetzt gar nicht reich aus, hat so sein graues Gewand an und seinen Bettelstab, aber was hat der? Der hat diese innere Weisheit. Ne? Diese innere Weisheit, wie dieser ältere Herr, wisst ihr, wo wir gesagt haben, bei den 10 Münzen, ich hole nochmal her, der da so an der Seite gesessen ist. Ne? Da ist er. Ja? Seht ihr hier? Der hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit diesem Grauen. Ja? Und diese innere Weisheit, die kann zutiefst erfüllend sein. Gut, jetzt haben wir einen anderen Reichtum. Dieser Reichtum, der ist, da geht es um die Vitalität, um die Lebenskraft, ja, um die Lebensfreude. Ist auch ein sehr großer Reichtum. Denkt an Menschen, die zum Beispiel Depressionen haben oder einfach nicht so viel Kraft haben. Ja, die würden sich bestimmt freuen, wenn sie so eine Art von Reichtum hätten. Dann noch eine Karte, die mag ich persönlich ganz gern, weil ich auch persönlich diesen Reichtum anstrebe. Für mich ist es die Seele hier. Ja, andere sagen, es ist der Schutzengel. Die Karte, die Mäßigkeit, bedeutet eigentlich, alles ist im richtigen Maß. Die bedeutet übrigens auch Gesundheit, was wie bereits gesagt ein großer Reichtum sein kann. Aber seelischer Reichtum bedeutet für mich, dass ich sozusagen mit meiner Seele im Seelenfrieden bin. Ja? Also, dass ich einfach weiß, ich persönlich bin auf dem richtigen Weg. Der kann völlig unabhängig davon sein, was jetzt die Medien sagen, was der richtige Weg ist, sondern nur für mich, für meine Seele, den Seelenfrieden haben. Dieser seelische Reichtum bedeutet mir persönlich sehr viel. Jetzt gibt es noch eine Art von Reichtum, schaut euch das hier an, das ist die Sonne. Und oft bei der Sonne, da fühlt man sich sozusagen wie neugeboren. Ja? Das ist diese auch wieder diese Lebensfreude, aber auch diese Frische, diese Jugendlichkeit. Ja? Da ist zwar ein kleines Kind drauf, aber er kennt bestimmt auch, sagen wir mal, ältere Menschen, die sicher mit ihrer Vitalität, mit ihrer inneren Vitalität, ja, mit ihrer Frische andere Menschen überraschen und einfach auch begeistern können. Das ist auch ein sehr großer Reichtum. Alle Karten aus dem Tarot sagen irgendwas aus über Reichtum, über materiellen oder immateriellen Reichtum. Ja, ich habe es nur ein paar vorgestellt, und wie bereits gesagt, wenn ihr nach Geld fragt, dann wäre es immer ganz gut, da würden so ein paar Münzkarten fallen, weil die sind einfach prädestiniert dafür, um über Geld Situationen Auskunft zu geben. Ich hoffe, euch hat es jetzt wieder sehr gut gefallen, dieses Video. Freut mich über ein Gefällt mir und ein Like. Und wenn ihr noch mehr über solche Themen wissen wollt, dann kommt doch einfach in einen meiner Kurse. Ich freue mich auf euch. Tschüss!